Ursprünglich sollte das Video Werbung in Spielen heißen. Doch würde das die Auswahl ein wenig einschränken und wäre unfair den Spielen gegenüber, die zwar Marken zeigen, allerdings kein Werbematerial sein sollen. Bevor wir anfangen, uns mit Marken in Spielen selbst zu beschäftigen, sollten wir erst einmal schauen, was Marken in der Welt außerhalb der Spiele ausmachen. Der Begriff Marke kommt vom englischen Wort Brand, dessen Ursprung auf Brandmarken zurückzuführen sind, welche in Produkte und Vieh gebrannt wurden, um die Zugehörigkeit zum Erzeuger darzulegen. Allerdings werden auch Wasserzeichen, Stanzungen, Aufdrucke oder Siegel als Marke bezeichnet. Die erste eingetragene Marke lässt sich zurückführen auf Bass & Company bzw. Tate & Lyne, welche beide angeben, die erste eingetragene Marke zu sein. Letztere stehen auch im Guinness Buch der Rekorde, aber das sollen die ruhig unter sich ausmachen. Marken sind in unserer Welt präsent und erleuchten unsere Innenstädte mit ihren großen, bunten Reklametafeln. Ich habe mir mal die Mühe gemacht und in einem Screenshot alle Markensymbole und Namen, die ich finden konnte, mit einem großen Kreis gekennzeichnet. Und noch ein paar Pfeilen. Muss man ja machen auf YouTube. Was sagt das über Spiele aus? Na, ganz einfach. Wenn wir Spiele designen, die unsere moderne Welt abbilden sollen, dann muss sie eine vergleichbare Dichte an Marken aufweisen. Dabei ist es zunächst einmal egal, welche Marken man zu sehen bekommt. Sobald wir Logos und Slogans zu sehen bekommen, fühlen wir uns vertraut. Marken können ganz unterschiedlich präsentiert werden. Manche werden nur zur Dekoration verwendet, damit die Szenerie glaubwürdig wirkt, andere werden sogar namentlich genannt und wieder andere sind sogar ein zentrales Element des Spiels. Hello and again, welcome to the Aperture Science Computer Aided Enrichment Center. Good morning! Vault-Tec calling. We here at Bloom Technologies Group invest in ideas. Wir von der Global Union gewähren Ihrem neu gegründeten Unternehmen eine unglaubliche Möglichkeit. Die Verwendung von Logos und Texten ist so vollkommen selbstverständlich geworden, dass es uns sehr stören würde, wenn diese nicht überall in beispielsweise Los Santos zu finden wären. Allerdings sind in Rockstar-Spielen alle verwendeten Marken fiktiv. Denn zu einer in einem Spiel sichtbaren Marke gehören immer zwei Parteien. Der Entwickler auf der einen Seite und der Markenhalter auf der anderen. Marken werden von einem Unternehmen angemeldet und sind daraufhin für einen bestimmten Zeitraum im Besitz dieses Unternehmens. Alle anderen Parteien, die diese Marke verwenden möchten, müssen einen Vertrag mit dem Unternehmen eingehen, damit die Marke gezeigt werden darf. Jedes Mal, wenn in einem Spiel also ein Auto einer realen Marke zu sehen ist oder eine Waffe verwendet werden kann, die einer realen nachempfunden ist, fließt vorher oft Geld. Ich sage oft, weil nicht jeder Vertrag an Geld gebunden ist. Die meisten Marken, die in einer Welt verwendet werden, dienen entweder dazu, die Welt glaubwürdiger erscheinen zu lassen, wie es bei Simulatoren oder Shootern der Fall ist, oder um die Marke als Werbung zu präsentieren. Werbespiele sind aus Realismusgründen daher deutlich weniger anzutreffen, weil sie von Produktplatzierung überhäuft sind. Die Fans von Need for Speed würden sich bei Electronic Arts sicherlich beschweren, wenn auf einmal die Fahrzeuge keine Marken aus der Realität darstellen, sondern lediglich fiktiv sind. Ähnlich ging es den Counter-Strike-Spielern, die auf einmal nicht mehr mit einer Desert Eagle oder einer USP durch die Welt rennen können, sondern auf eine generische Handfeuerwaffe zurückgreifen müssten. Allerdings muss man dazu erwähnen, dass Electronic Arts zwar in vielen seiner Titel authentische Waffen zeigt, allerdings nie Geld dafür gezahlt hat, während für die Autos in Need for Speed immer wieder Lizenzen erworben werden müssen. Die Rüstungsindustrie sähe die Verwendung der Waffen eher als kostenloses Marketing an, wie eine Coca-Cola, die in einem Film getrunken wird. Außerdem äußerte sich ein Vertreter der Rüstungsholding Freedom Group zu dem Thema mit den Worten: Wir haben nie Gelder erhalten, noch haben wir je dafür gezahlt, dass unsere Produkte in Call of Duty gezeigt werden. Werbespiele, wie der kürzlich erschienene Fernbus-Simulator, werden entwickelt, um einen einzigen Zweck zu erfüllen. Um auf eine Marke aufmerksam zu machen. In diesem Fall handelt es sich um die Marke Flixbus, welche der deutschen Firma Flix Mobility GmbH gehört. Ich möchte der Firma keinen Vorwurf machen, sie sind für das Spiel schließlich nicht selbst verantwortlich. Jedoch steht ihr Name auf dem Produkt, also müssen sie es auch ertragen, dafür Kritik zu ernten. Eine weitere Marke, die in diesem Spiel zu sehen ist, ist außerdem die deutsche Firma MAN, die die Busse zur Verfügung stellt. Allerdings wird sie gar nicht erwähnt, sie ist lediglich eine Art graue Eminenz, die zwar zur kompletten Spielzeit über zu sehen ist, aber irgendwie nie Erwähnung findet. Diese Marke ist auch in anderen Produkten mit ähnlichem Gameplay zu finden. Allerdings wird sie da auch nicht erwähnt, sondern fügt sich komplett in die Welt ein. Im Euro Truck Simulator 2 erscheint sie sogar neben anderen Automobilherstellern wie Volvo, Scania oder Mercedes.
wo wir gerade beim Euro Truck Simulator 2 sind, möchte ich noch kurz auf die Auflieger der LKWs hinweisen, genauer gesagt auf die Marken. Keine davon ist real, alle sind sie fiktiv, doch bei manchen erkennt man deutlich, auf wessen Marke sie eine Parodie oder simple Anspielung darstellen sollen. So ist der Euro Truck Simulator also angefüllt mit realen und fiktiven Marken, allerdings kein Werbespiel, denn trotz den realen Fahrzeugnachbauten und dem lichtglitzernden Logos auf den Lenkrädern wird hier keine Marke angepriesen. Wenn der Spieler sich für eine Marke entschieden hat, dann kann er bei ihr bleiben und sie nie wechseln. Auch wird nichts empfohlen oder angepriesen. Wie in der realen Welt existieren die Marken als Optionen nebeneinander. Nur der Spieler entscheidet, was er sehen und fahren möchte. Marken sind also ein zweischneidiges Schwert. Manche wollen sie um jeden Preis platzieren, andere fürchten, dass das Spiel zu einem einzigen Werbepaket wird und wieder andere sagen einfach, wenn unsere Marke in einem Spiel vorkommt, dann sehen wir das als eine Ehre an und beschweren uns nicht darüber. Wie eine Marke auch verwendet wird und wo sie herkommt, ist letztendlich egal. Denn solange sie der Welt, in der sie präsentiert wird, einen ästhetischen Gefallen tut und nicht aufdringlich wirkt, ist sie sicherlich nicht falsch platziert.